Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Episode und weiteren Ausgabe von LS22. Schön, dass ihr wieder da wart, da seid. Wir haben jetzt mittlerweile schon 20.000 Euro verloren, sehe ich gerade. Wir haben ja noch 70.000 hier oben an Helfern. Das ist krass. Aber gut, wir haben halt eben leider noch nebenbei so viel zu tun. Dass wir uns halt eben nicht mehr selber um die Ernte kümmern können. So, wir kippen jetzt hier ein bisschen Stroh ab. Das, was reinpasst, passt rein. Den Rest machen wir in der Futtermischanlage. Es passt aber einiges rein, sehe ich gerade. Oha, oha. Die Hälfte ist raus. So, Stroh haben wir drin. Hier muss ich kurz gucken. Silage haben wir drin, Stroh haben wir drin. Wir brauchen jetzt noch Heu. Heu brauchen wir jetzt noch. Das ist jetzt alles, was wir noch brauchen. Heu. Gut. Brot kann noch gebacken werden. Das heißt, wir müssen jetzt hier nicht sofort agieren. Rapsöl wird hergestellt, ist alles gut. So, das heißt, der Traktor hier ist gerade mal frei, weil ich habe aktuell noch kein Heu. Beziehungsweise... Nein, der ist nicht frei. Er kann mähen. Warte mal. Kann denn der 160, ja gut. Ich muss jetzt erstmal gucken, ich muss ja jetzt erstmal ganz kurz gucken, ob denn der überhaupt das Ding hier benutzen kann. Von der PS-Zahl her, aber das kann er. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir das auf dem Feld angesät haben, kann das nämlich auch ein Helfer machen. Ich habe ja das Gras auf einem Feld angesät. Hier war ja vorher was anderes gepflanzt. Und dadurch, dass ich das auf einem Feld gemacht habe, können wir halt auch den Helfer mähen lassen. Das ist ganz angenehm. Natürlich ist das ein Feld, was ich quasi vergeude, weil ich da jetzt hier Gras drauf ansehe, wo ich ja doch hier so viele Wiesen drumherum habe. Ja, guck, wie der das macht. Hebt er das Mähwerk? Fährt er noch bis zum Schluss? Ja, geil, Digga. Ich muss jetzt hier erstmal zum Kuhstall mit der Karre. Das jetzt müssen wir erstmal gucken, braucht das Ding hier Kalk? Nein, braucht er nicht. So, jetzt ist die Frage, was muss ich jetzt machen? Erst Mist streuen, hätte ich gesagt, oder? Und das dann untergrubbern. Bin mir halt aber auch nicht sicher. Ich weiß es echt nicht. Weil mit Mist und Gülle habe ich in dem Spiel zumindest noch nicht gearbeitet. Früher habe ich den Mist immer vorher drauf. Bisschen holprig hier.
was ich gebaut habe. Das war jetzt natürlich richtig kacke hier. Wenn jetzt hier die Hälfte hier draußen liegt. Oh Gott. Yep. Nein. Ich komme nicht drauf. Ein Teleskoplader für, weil das wird hier so nix. Kann er hier nicht jedes Mal hier das ist eine Krampf. Ich meine, das Ding wendet halt eben relativ geil auf einem kleinen Radius, aber ich will mal hier noch ein Stück hinterfahren. Das ist so auf jeden Fall eigentlich nichts in der Sache. So, der Helfer hat einen fast vollen Korntank. Der Helfer hat einen fast vollen Korntank, wahrscheinlich ist er jetzt auch direkt voll. Gott sei Dank kriegst du keine Fruchtzerstörung reingedrückt, wenn der Erntehelfer da reinfährt. Was macht denn der da? Eigentlich müsste ich jetzt hier mehr reinmachen dürfen. Alter, da mäht recht was. Weil der Traktor ja nicht so schwer ist. An der Mähfront aus. Geil. Guck dir das an.
Sehr schön. Stroh eilt ja jetzt nicht. Das ärgert mich jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, das war so nicht geplant. Vor allen Dingen erinnert euch an zwei Folgen zurück, als wir die Karre gekauft haben. Sage ich auch noch, ich darf nicht so einen großen kaufen, weil ich muss den noch beladen können. Ich meine, ja, so geht's natürlich irgendwie, aber es ist halt eigentlich halt auch nicht Sinn der Sache. Ja. Sag mal, warte mal. Das ist Quatsch hier. Hier kann ich drehen. Hey, lass das mal. Lass das mal da. Lass das mal da hier. Jetzt glätten wir das Ganze hier ein bisschen, dass es ein bisschen smoother wird alles. Und nicht so
und nicht so ruckig ist. So, das sollte ausreichen. Müssen wir nur hier uns festlegen, wo. Ich würde sagen, hier. Der Bereich. So, hier ist betoniert. Warum ist hier betoniert, Freunde? So, das muss natürlich alles ein bisschen ordentlich aussehen, das ist ja ganz klar. Und so, das, und das finde ich halt eben schön, weißt du? So kommt halt eben immer wieder was dazu, wodurch das Ganze dann halt auch wirklich, wodurch halt eben so ein Hof dann halt auch so ein bisschen, naja, so ein bisschen lebhafter wird, ne? Ist es halt. So wird das Ganze halt wirklich lebhafter. So. Jetzt müssen wir hier aber mal wieder
der Helfer ist nämlich fertig hier. So, was habe ich jetzt gemacht? Für all jene, die sich jetzt hier nochmal fragen, was macht der Idiot eigentlich, ja? Ich habe mir jetzt quasi eine Rampe gebaut. Ich habe mir jetzt gerade eine eigene Rampe gebaut. Wie habe ich das gemacht? Ich habe den Boden hier hinten, wo jetzt mein Hänger draufsteht, abgeflacht. So. Und jetzt muss ich, ich musste jetzt den Hänger hier erstmal hinfahren, um zu gucken, ob das denn hier ausreicht. Sehe aber, ich kann hier gerade nichts mehr anheben. Jetzt muss ich gucken, ob ich mit dem Teleskoplader dahin komme. Der Teleskoplader hier mit dem Bobcat. Also wenden ist hier natürlich überhaupt kein Problem. Na, aber das läuft doch top hier. Das sieht doch gut aus. Ich meine, sowas macht man eigentlich im Winter. Ja. Problem ist jetzt natürlich, konnte ich ja nicht im Winter machen, hatte ich im Winter noch nicht. So, der hat einen fast vollen Korntank. Na, wegfahren muss die Karre dann anscheinend was jemand anders, nämlich er hier. Aber ich wollte ja eigentlich mit dem den Miststreuer mal ausprobieren, aber da komme ich wahrscheinlich noch gar nicht zu. So, vorhin ging 21 Tonnen Raps hier rein. Vielleicht sind es jetzt mehr, weil mein Traktor vorne nicht ganz so schwer ist. Vielleicht kann ich das System ja austricksen. Ich weiß es noch nicht. Sehen wir gleich.
Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Die Karre hier vorne lenkt aber auch fast nicht mehr. Muss ich dazu sagen. So, jetzt bin ich gespannt. Job erstellen. Liefern. Getreidemühle. Nicht wiederholen. Mach da. Er liefert das jetzt an die Getreidemühle, so wie es ist. Und das Geile ist, er hat die Wiese nebendran halt auch echt nicht abgemäht, ja. Obwohl er so gefahren ist. So, jetzt gucke ich mal, ob der da auch wendet. Das glaube ich nämlich nicht. Wir haben doch keine 30.000 Euro bis jetzt nur an Helfer gezahlt diesen Monat. Das kann mir doch keiner sagen, das kann mir doch keiner erzählen. Lohnzahlung 2000. Ja, ne, wir haben irgendwas haben wir noch gekauft. Ah, hier. Baukosten, wir haben gebaut. Ja. Wollte ich schon sagen, das gibt's doch gar nicht. Was haben wir denn für 10.000 Euro gebaut? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wie gesagt, wir müssen hier noch eine Halle hinstellen, irgendeinen Unterstand, irgendwas. Das Einzige, was er zum Beispiel nicht macht, sind die Schwaden. Also Schwaden machen wird er vielleicht noch, aber mit dem Ladewagen kannst du den nicht hinschicken. Das macht er nicht. Er wendet auch. Das ist jetzt ein Ding, das hätte ich nicht gedacht. Hätte nicht gedacht, dass er das wendet.
Na, vorsichtig. Das war knapp. Das ist halt eben das Problem, wenn du so eine selbstgebaute. Ja, apropos, warte mal, selbstgebaute Rampe. Moment. Moment, Moment, Moment. Habe ich die nicht? Nee, ich habe die gar nicht. Gut, dann muss ich mir die jetzt noch holen, Freunde. Ich guck mal, ob das funktioniert. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut. Ciao, tschüss. Ich bin raus. Euer Helmut.